Ja, heute mache ich mal einen Marmorkuchen. Ich hatte jetzt einfach spontan Lust da drauf. Und ja, da habe ich mir jetzt ein Rezept aus dem Cookidoo herausgesucht. Und das geht ja ganz schnell. Das ist ja das Schöne, aus dem Cookidoo sich einfach ein Rezept zu ziehen und dann gleich mit dem Thermomix losstarten zu können. Das ist so genial. Ja, und dann nehme ich euch jetzt dazu mit. Hallo, Fauli, du bist ja diesmal auch am Start. Ja. Und willst du jetzt mit mir backen? Unbedingt. Das ist schön, aber diesmal nicht erst zum Schluss kommen, lieber Fauli, gell? Also Ja. schön mit dabei sein und nicht schlafen. Okay, dann legen wir jetzt los. Ja, das kommt doch jetzt erst, lieber Fauli. So. So, meine Lieben, als erstes gebe ich jetzt Butter hier rein, beziehungsweise Margarine, denn ich habe jetzt die ganze Butter nicht aufgetaut. Und ja, und dann mache ich das heute mal mit Margarine. Das ist aber auch egal, ob Butter oder Margarine, das kann man sich aussuchen, das, was man einfach da hat. Und ja, dann gebe ich das jetzt erstmal hier dazu. So, jetzt kommt einfach der Deckel wieder drauf und dann wird das Ganze jetzt erst einmal verrührt. Ach nee, lieber nicht, dann bist du so fettig. Du darfst nachher den Teig naschen. So, Fauli, genau. Nämlich ein bisschen Abstand halten, sonst wird nämlich meine Waage ganz ungenau. Und dann kann ich hier nicht den Zucker jetzt abmessen. So. Hier habe ich mir jetzt Vanillezucker selber gemacht. Das ist ganz einfach. Also das ist so schön, kann man sich eben einfach mit einer Vanilleschote und Zucker das selber machen. Ja, und dann kommt jetzt ein Teelöffel dazu. Und noch Salz, eine Prise. Und nun kommen jetzt noch diese ganzen Eier dazu. Ja, die 5 Eier, die habe ich jetzt hier reingegeben. Und jetzt kommt noch Mehl dazu. Ja, und nun kommt jetzt hier noch Backpulver. Ein Esslöffel oder 2 Teelöffel. Das entspricht das gleiche. So, hier habe ich noch ein bisschen Rest gehabt. Und jetzt kommt noch etwas Milch. Ja, Fauli, du willst schauen, gell? Halt, 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 nicht so tief rein. Und ja, nicht pusten, sonst fliegt mir nämlich das ganze Mehl hier durch die Gegend. So, jetzt setze ich einfach den Deckel hier drauf und dann kommt der Spattel hier rein und den muss ich jetzt mit bewegen, wenn ich das jetzt hier anstelle. Also ich unterstütze praktisch den Thermomix nochmal, indem ich einfach mitrühre. Und du schaust zu, Fauli, ja? Ja. Guckst, dass ich das alles richtig mache. Ja, meine Lieben, jetzt geht's um die Form. In welche Form geben wir jetzt den Teig? Ich denke, Fauli darf mal aussuchen. Entweder in so eine Kastenform oder in dieser hier, in dieser Blumenform. Ja? Ja, die finde ich auch schön. Die gefällt mir auch gut. Weißt du, was das Gute an dieser Form ist, lieber Fauli? Man kann das hier rausnehmen. Dann hat man einmal so einen Kranz und man kann hier rein auch noch mal geben oder auch da drin backen. Und das sieht dann so aus. Ein Hut. Na, ein Hut ist es nicht, es ist nochmal eine kleine Blume. Praktisch so außen und so. Und so tun wir das dann alles zusammen in den Backofen.
Ja, und dann ist er fertig. Na, lieber Fauli, wolltest du das nicht nochmal haben? Ja, ich will's als Hut anziehen. Los! Und? Ui, es passt dir! Ist der schön! Ja, toll! Eine Kuchenform als Hut. Ja, brauchen wir den zum Backen? Ja, den brauchen wir jetzt. Den musst du leider wieder ausziehen. Ach, schade. Ich hätte ihn gern die ganze Zeit angehabt. Na ja, dann vielleicht beim nächsten Mal oder nach dem Kuchenbacken, ja? Ja, der ist so schön. Ja, gut, jetzt brauche ich ihn erstmal. Na gut. So, die Hälfte des Teiges habe ich jetzt hier in diese Blume getan. Und auch dieses hier. Jetzt gebe ich den Kakao dazu. Da kommen 30 Gramm rein. Nun kommt nochmal Zucker hinzu. So, kleine Prise sozusagen. Und nun nochmal etwas Milch. Immer aus der Luft, sonst wiegt das mit. Jetzt kommt der Deckel drauf und da wird das Ganze verrührt. Was passiert denn jetzt? Ja, jetzt, lieber Fauli, jetzt darfst du mal das Rad da unten andrehen. Oh, ich komme nicht hin. Na, dann mache ich das jetzt für dich. So, ganz schnell. Und gleich ist es schon fertig. Ich bin schon gespannt. Oh, da bimmelt's ja. Ja, jetzt darfst du auf den Knopf drücken. Jetzt kommst du aber dran, oder? Bestimmt. Oh, geschafft. Es ist schon aus. So, dann gucken wir mal. Schokolade. Ich liebe Schokolade. Lecker. So, ich kratze das gerade noch mal so ein bisschen runter. Und jetzt gebe ich das in die Form. So. Zu diesem Rezept hier gibt es nochmal ein Video. Das finde ich so genial. Da wird nämlich auch nochmal gezeigt, wie man jetzt das praktisch macht. Teig auf Teig und dann, wie man das jetzt so verrührt. Und das finde ich, ist ja so toll. Das kann man dann nochmal wiederholen, wenn man das möchte. Also das ist richtig klasse. So, und das mache ich nämlich jetzt hier. Indem ich hier einfach, es ist natürlich jetzt, weil es eine Blume ist, ein bisschen schwieriger. Aber dann drehe ich das hier auch lediglich so und kommt dann in den heißen Ofen. Ich muss noch vielleicht noch ein bisschen mehr drehen. Ich sehe schon, kommt es weiße hervor. So soll es ja sein. Hier nochmal. So, und dann gehe ich noch in diese kleine Blume. Hier, in diese hier. Und vermische das auch. Also beziehungsweise drehe es so, damit dann so eine Schattierung eben im Teig ist. Ja, das Ganze kommt jetzt in den Backofen. Und danach zeige ich euch das Ergebnis. Ja, meine Lieben, das ist jetzt hier leider gebrochen. Ja, ich wollte es hier noch so ankleben mit Schokolade, aber ja, es macht nichts. Auf das Ganze kommt jetzt hier sowieso ein Guss drauf und ja, und dann ist der Kuchen fertig. Das ist halt wahrscheinlich, wenn man mal so eine Form hat, aber der Rest ist ja auch super gut rausgekommen. Ich weiß nicht, hier waren jetzt auf einmal diese Bruchstellen. Ist schade, aber wie gesagt, ich mache hier einfach ein bisschen Schokolade drauf und dann wird das auch halten. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Hier seht ihr, wie schön der Kuchen geworden ist. Ich mache dann gleich nochmal ein Foto davon. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ups, ich habe ja jemanden vergessen. Fauli, ich habe die vergessen. Oh. Also, Fauli will sich auch noch verabschieden. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, Fauli, entschuldige. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.